So, meine Lieben, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Black Mesa. Und ja, im letzten Part haben wir so ziemlich alles bekommen, was wir in diesem Spiel bekommen können. Zumindest was Accessoires und Waffen und so angeht. Und ja, wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Sprung des letzten Stückchens auf der Erde. Und haben im letzten Part erfahren, dass wir nach Zen müssen, auf der Grenzwelt der Aliens. Oder für, es ist ja noch nicht mal eine Grenzwelt, es ist ja mehr so ein Zufluchtsort für Aliens, wenn man so möchte. Also die ganzen Aliens, die wir jetzt gesehen haben, das ist ja noch nicht mal deren Heimat, das ist ja einfach nur ein Ort, auf den die geflüchtet sind. Vor wem werden wir noch erfahren? Oder vor was werden wir noch erfahren? Und ja, das, da wird ein gewaltiges Portal auf Zen aktiv gehalten und wir müssen dieses Portal schließen, um ja, weiß ich gar nicht warum. Warum eigentlich? Ich denke mal, damit wir hier ein bisschen unsere Ruhe haben und nicht mehr die ganze Zeit außerirdisch auf der Welt kommen. Und ja, was dieses Portal aufrechterhält, müssen wir töten. So viel dazu. So, wir werden jetzt auf jeden Fall zum Portal gehen, wie wir auf Zen kommen und ja, ich sag mal, unser letztes Gefecht austragen auf der Erde. Wir werden unsere dicksten Knarren ausrüsten. Und zwar die und die. Denn die werden wir jetzt auf jeden Fall gebrauchen. Lambda-Reaktorkern. Level A. Da ist er. Ja, und wir haben natürlich auch unser Weitsprungmodul im letzten Part bekommen, womit wir weit springen können. Ja, und das ist der Teleporter. Okay. So, meine Freunde, jetzt geht's los. Jetzt wird's lustig. Na, wo bleiben sie? Ich speichere mal einmal zwischendurch, da sind sie. Fuck. Ja, wie man schon unschwer erkennen kann, eine neue Gegnerart. Warte mal, wir haben kein Leben mehr fast. Also es wäre nicht schlecht, wenn wir irgendwo noch Lebensenergie hätten jetzt. Ah ja. Geil.
Dann, wenn ich los kann, bin ich tot. Alter, die Waffe ist einfach fast leer, ne? Oh Gott, ein HP! Oh ja. Oh ja, meine Freunde, wir sind da. Ja, Leute, da sind wir. Zen. Grenzwelt der Außerirdischen. Und da sind wir auch schon. Das sieht so krass aus einfach. Da ist das Portal, das wir zerstören müssen. Also es wäre schon extremst krass, wenn es wirklich solche Gebiete irgendwo im Weltraum geben würde. Oh, hallo. Danke. Man weiß es natürlich nicht, ne? Ja, wie man schon sieht, überall gibt es hier diese Wissenschaftler, auch mit diesen Suits. Fick dich. Und ja, das ist ein Zeichen dafür, dass hier schon Menschen auf jeden Fall öfters gewesen sind. Und daher haben wir auch diesen Zen-Kristall ganz am Anfang bekommen. Und zwar diese hier, die wir untersuchen mussten, was die Resonanzkaskade überhaupt erst verursacht hat. Aber wie soll ich da jetzt runterkommen, ohne mich zu verletzen? Shit. Okay. Irgendwie müsste ich jetzt Supplies bekommen, ey. Aber ich habe nur noch ein HP, ey. Shit. Boah, fuck. Diese Barnacles sind so übertrieben nervig, ne? Ehrlich. Schlimmsten, nervigsten Gegner im Spiel, ehrlich. Noch schlimmer als Kopfkrabben. Aber die sind ja an den unmöglichsten Stellen, ey. Ja, wir haben auf jeden Fall einen weiten Weg vor uns, ey. Puh. Meine Freunde, wir werden jetzt aber erstmal einen kleinen Abstecher machen. Aha.
Und zwar hier rein. Das sind nämlich Heal-Pots, womit wir uns heilen können. Boah, sieht so übertrieben schön aus alles, ne? Die Farben und so alles, ey, das gefällt mir übertrieben. Aber es sah schon im Originalen so aus, das war mega nice. Nicht ganz so schön, aber auch schön. Oder war es weniger blau, oder war es mehr so rot? So rot-braun. Ja, danke, dass du einen Doppelsprung gemacht hast. Erstmal wieder heilen. Juhu. Da bleibt es liegen. Auf der Map. Am Rand der Map. Oh fuck. Lichtlein, Lichtlein. Was müssen wir da eigentlich drauf kommen? Hoffe ich. Ich mal kurz. Mir hier nicht geheuer alles. Ist das eine Energiequelle, oder? Teleporter. Oh, die Dinger kennen wir schon. Die sind böse. Ich sag euch warum. Deswegen. Blitz. Ach, die laden uns auf. Ganz vergessen, die gibt's ja auch noch. Ich kriege auch immer nur die Kackwaffen hier, ne? So, jetzt. Oh mein Gott, ey. Da hinten kommen wir eigentlich auch. Genau, lul. Kennt einfach hier die geografische Lage wahrscheinlich.
Hier müssen wir eigentlich drauf. Und da hinten kommen wir auch noch drauf, ne? Ne, da waren wir schon. Boah, Alter, ich dachte schon jetzt, ey. Ab in eine Höhle. So, meine Freunde. Da sind es auch wieder diese Ichthyosaurier. Die Fischchen. Aber ich würde sagen. Lol. Schönes Kunstwerk. Beziehungsweise dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut an der Stelle. Bin hier eben drauf. Obwohl ich will eigentlich noch ganz gerne hier aus dem Bereich irgendwie raus. Ist mir irgendwie jetzt so gefährlich alles. Ah, ich wusste es. Wo sind sie? Ja, erstmal nachladen. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ich hasse diese Viecher, ne? Ehrlich. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, meine Freunde, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Black Mesa. Danke und haut rein.